Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest. Jo. Im Ägypten. Im Ägypten. Tschüss. Die Sobek-Hochebene, ja. Hier sind wieder diese super Sandspukteile. Die überhaupt nichts aushalten irgendwie. Vor allem, ich brenne einfach die Mana runter. Ehesteg läuft. Lass mal Richtung Ägypten gehen. Nach Gizeh meine ich. Ja, Kann man da ich unten wollte nur sehen. kurz looten. Sorry. Ich brauche unbedingt Livestreamer-Waffen. Gibt's das irgendwie? Haben wir davon was? Ja, du hast glaube ich sogar schon Livestreamer-Waffen. Aber nicht so viel. Ich brauche so, dass ich mit einem Schlag mein ganzes Leben auffülle am besten. Ja, genau. Halt, Ja, während das wäre wir to super. total OP sind und rumheulen, die Gegner sind viel zu schwach. Ja, normal. Ich habe übrigens einen Vorschlag. Ich heile dich immer und du lässt mir alle Gesundheitstränke. Ich brauche oft genug auch noch selber Ja, Gesundheitstränke. aber hast halt noch welche auf Tasche, aber lässt mir erstmal die. Weil ich heile mich immer über Gesundheitstränke und dich über Zauber. Wie netter Mensch bin. Boah, die sind auch richtig stark hier. Schakal, Schakal, das ist ein schlechter Schakal. Am liebsten gucke ich immer so einmal um die Rand der Map und dann kann ich, und dann entscheide ich, wo ich immer, was ich zuerst erkunde. Mache ich in ziemlich vielen Ja, Spielen. tschüss Zauberer, und hallo meine Freunde. Da steckt ein Stab im Boden, wieso? Es gibt zwei Sachen, die ich nichts angehe. Gold. Zum Beispiel? Das eine geht sich nichts an, und das andere, warum der da am Boden steckt. Und mein Handy hat vibriert. Weil ich wohl eine Nachricht Hast du bekommen den Dingens angemacht, den Timer? habe. Was? Schreibt man mir? Ja, ich habe den Timer angemacht, klar. Gut. Na klar. Ja, aber mein Pass. Willst du mich verarschen? Wer schreibt mir denn die ganze Zeit? Ignoriere, hustet bestimmt. Nee, ich habe das ja lautlos. Das Das vibriert auch ist gerade die übrigens ganze ein Zeit. Mensch. Ja. Ich bin ein guter Mensch, aber. Oh, Giftzack. Oh shit, habe ich Dieb, aufgehoben, sorry. Dieb, OMG, OMG, Let's Play beendet, Let's Play Da hier. beendet. Nein! Ja, da, Götterblut. Das war Giftzack, was du aufgesammelt hast. Götterblut. Hä, nein, hier sind gar keine Götterblutgegner. Doch, da war gerade die hier waren da gerade. Wirklich? Ja. Das sah so aus wie Giftzack, ich bin mir nicht sicher. Aber. Sah so aus, sorry, ich habe hier verlesen wohl. Musste mich gerade erstmal heilen, bin fast gestorben und es laggt. Ich kann nichts machen. Ja, bei mir auch ein bisschen. Okay, muss einfach einmal laufen. Ich muss mich gerade selbst heilen, weil ich sonst gestorben wäre. Da unten gerade runter, ich habe nicht aufgepasst. Was ist das gerade für ein Geräusch? Eww. So. Hier dann. Aber wir können doch erstmal die kleinen Teile noch erkunden. Ich denke, du willst mir erstmal am Rand laufen. Ja, aber wenn ich dann so sehe, dass da nur ein kleines Flächen über ist und dann Ich konnte ich gucke halt erstmal nicht auf so. die Karte. Ja, ich habe die gerade offen gehabt. Ich jetzt auch. Warte. War noch irgendwas Interessantes? Nee. Oh nein, okay. Hier waren ja nur die, hä? Der geht, ja, da unten müsste es dann wohl runtergehen, ne? Also da oben Ja, rechts. theoretisch. Ich habe es nicht aufgepasst, es sieht aber so auf der Karte so Ja, aus. ja, ja. Wir sind zwei Fackeln. Und wir sind einmal durch. Ja, aber da links unten ist noch ein bisschen was. Ja. Hier sind noch so ein, zwei Gegner. Bitte. Ja! Sandspuke, die besten Gegner im Spiel. Ja. Ich töte sie auch noch mit einer Schockwelle. Level up. Sexy. Schild. Gut. Menta. Keine Ahnung, musst du entscheiden. Ich weiß, wie Schilder so sind. Warte. Jetzt gönne ich erstmal. Schlicht. Jetzt gönne ich jetzt hier noch einen rauf. Wobei 10% Stärke sind, glaube ich, mehr als 12. Hilft schon Dezent. Dann längere bringt er noch Dauer. Leben plus und Leben. Tschüss, alter Schild. Ich habe jetzt 235 Stärke. Und ich habe 235 Stärke. Ich habe Ich mehr glaube, es Stärke gibt. als du. Ich habe Ich habe 235. 239.
Jetzt 139. Jetzt 144. Ah, du hast auch noch 2 Punkte gehabt, okay. Ich habe sie extra jetzt nur da reingesteckt. Ich habe einen noch in Geschicklichkeit gesteckt, sonst hätten wir immer noch gleich viel. Ja, ich werde demnächst, glaube ich, auch noch ein bisschen in Energie parken, weil wenn ich so ein paar Wurfmesser am längeren Kampf werfe, bin ich komplett oben, aber... Wie viel Energie hast du? 428. Na gut, ich habe 570 plus eigentlich noch ein bisschen mehr, weil ich habe ja mein Dingens. Eichenherz. Die Schlucht der Isis. Ja, ich habe jetzt auch nur 328 zur Verfügung, weil ich halt noch meine Giftklinge und meine Klingschärfe an habe. Ah, okay, das bringt beides Minus. Ja, bei 50. Alter, ja genau, lauf einfach an dem Gegner vorbei. Wenn es euch stört, dass man Maus klickt, dann geht weg. Tschüss. Ciao. Wenn es euch stört, dass eine Maus klickt, dann kauft ihr eine bessere und dann kauft mir auch noch einen neuen PC. Ja, den ich genau nur zum Render benutze. Ja, den ich nur zum Render benutze. Ja, dann. Ich hab dann einen, den ich zum Render benutze. Hä? Ich hab ja dann einen, den ich zum Render nutze. Hätte du benutzt deinen normalen PC aus dem Rendern. Ja, aber ich werde den hier auch zum Render nutzen. Und zum Hochladen werde ich den hier nutzen. Und der wird nicht mehr in diesem Raum stehen. Ach so, ich dachte, jetzt momentan hast du noch so einen eigenen Render-PC. Weil das hast du ja nicht. Das hat sich gerade angehört. Ich habe dann einen, sobald ich halt... Nein, wir gehen nicht in die Höhle. Also, wieso ich nicht? Okay. Gehen wir erst danach, nachdem wir die Ebene hier erkundet haben. Da hinten ist nämlich ein Brunnen. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein größeres Gebiet als GSD, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Übrigens, mein neuer PC kommt gar nicht erst ins Internet. Ne? Nicht, dass du Angst hast, dass ich da wieder 1000 Millionen Viren drauf ziehe. Nicht? Nein. Warum? Weil ich dann wieder 1000 Millionen Viren drauf ziehe. Du kennst mich. Komm hier lang. Ja. Ich wollte noch beide Fackeln anmachen, die sieht schöner aus. Achso, habe ich noch nicht. Wobei, dann muss ich ja das so nervig. Dann muss ich den Sound theoretisch mit einem anderen PC aufnehmen. Ja. Das ist nervig. Wie willst du denn überhaupt aufnehmen mit mir dann? Ja, das meinte ich ja. Dass ich dann sozusagen mit dir übereinander. Ach ja, gut. Also der muss an. Shit. Nee, da benutzt ihn halt nicht für irgendwelche Sachen, falls du irgendwie nicht weißt, was das ist. Genau, dann lade ich damit einfach nicht runter. Dann lade ich einfach nicht runter. Nicht so ein Scheiß. Ja, ich musste sowieso noch ein zweites Ladenkabel verlegen. Das todeslang ist. Ich glaube hier. Voll. Ich glaube momentan habe ich ein 40 Meter Ladenkabel liegen. Ich habe ein 10 oder 15 Meter Kabel. Ja, du musst ja auch nur von einem Raum in anderen. Ich muss von einem Raum über den Dachboden in einen anderen Raum. YOLO. Und dann nochmal eine komplett andere Wand, wenn meine Wand ja jetzt. Meine Wände jetzt drin ist, dann sag ich dir. Deine Wände bluten ja irgendwie. Nein, meine Decke blutet. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Nein, leider nicht. Hier wäre super. Du brauchst mehr Energie. Bock auf eine Runde CTT mal wieder. Ja, ich auch. Ich wurde gerade eingeladen, John, übrigens. Warum? Paya. Mich steht ja nicht ein. Haha, ich bin fame. Oh, oh, oh! Ein Heldenmonster! Hab ich gar nicht bemerkt! Lange nicht gesehen. Noch gesagt, mehr kannst du nicht tragen. Oh, mein Gepäck ist voll. Lass uns mal kurz in die Stadt. Mein Gepäck ist nicht voll. Du hast keinen Platz mehr. Oh, warum fehlt das Geistes? Ja, ich habe jetzt auch noch mal 2 Slots. Ja, danach muss ich in meine Stadt. Ja, dann lass noch diese Gegend. Wie freust du dich gerade wieder ein bisschen? Ja. Jetzt geht's wieder. Und wie ist die Internetverbindung manchmal ein bisschen down? Merke ich an TS. Aber ich glaube, das kommt auch vom Server so ein bisschen, also vom Spiel so ein bisschen. Das wird daran liegen, dass du über deine Leitung einen Server leitest und gleichzeitig TS. Weil ich habe TS so bei dir auch manchmal richtig schlecht. Also das TS richtig lag und so. Aber das ist TS bestes System der Welt. Hast du TS eigentlich? Ich nicht. Das ist ein gutes Programm. Ja, aber ich mag's nicht. Stehst du? Nein, jetzt hab ich den Hund geheilt. Ich mach mal den Magier kalt. Hast du einen Trank getrunken? Nur noch nicht.
So. Du hast keinen Platz mehr. Dann lass jetzt schon wieder nicht. Oh, ich bin komplett voll. Was ist ein Kadar? Stadt. Ein Schwert. Hä? Stadt. Nein, das ist ein Schwert. Kein Stadt. Stadt. Lassen Sie die Stadt. Ich dachte, du meinst, das ist ein Kadar, ist ja eine Stadt. Nein. Aber wir können hier noch kurz das Gebiet erkunden und dann zum Brunnen gehen. Ich denke mal, der Part wird dann gleich zu Ende sein. Oh, du portest dich schon. Okay, Fayum ist, glaube ich, das nächste Gebiet. Da kommen wir beide. Wir haben noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten. Vielleicht gehst du erstmal nach Gizeh und verkauf dann. Ich auch. Aber wir müssen sowieso noch die Höhle erkunden, also renn nicht zu weit. Ich stehe jetzt nur ein bisschen näher bei den Fackeln. Okay, mein Spiel hängt. Memphis müssen wir übrigens. Ich bin in Memphis. Du hast gesagt, wir porten uns jetzt nach Gizeh. Sorry, dass ich lebe. Sollte dir auch leid tun. Hast du gestern noch aufgenommen? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin zu beschäftigt. Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Gut, gut, gut. Schön. Nee, ich habe gestern den ganzen Tag abgezockt. Schön. Was denn? TDU. Ach ja. Übrigens, das sagt mir nichts, wenn du TDU sagst. Ja, wenn du mir auch irgendwas sagst, dann soll ich auch immer drauf schießen, was das heißen könnte. Naja, weil du der Ja von uns bist und ich nicht. So. Sorry, du bist derjenige von uns, der meistens alle möglichen Abkürzungen für irgendwelche komischen Sachen kennt. Ja, aber so Abkürzungen, von denen ich noch nie gehört habe, so auch irgendwie so aus Sachen, die ich noch nie gezockt habe oder so. Zum Beispiel? Weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Beispiel. Also das Giftsack nochmal voll, wir haben das Wolfsklau nochmal voll. Also wenn du nicht gewusst hättest, was KOS ist, dann hätte ich dich getötet, glaube ich. Dass es echt Leute gibt, die nicht wissen, was KOS ist. Ja, ich kenn's auch noch durch Dings durch. Ja, durch TTT. Nein, nicht durch TTT, ich kenn's durch Garry's nicht durch DayZ und Garry's Mod auch noch ein bisschen. Was es gibt bei DayZ KOS? Ja, da ist allgemein KOS. Ja, klar. Ja, und da kenne ich den Begriff Chaos. Ich habe schon wieder fast eine Mitte zusammen, fällt mir gerade so auf. Wie viel? 8,5k. 8,5, okay. Also 850k. Schon klar. 8,5. Hab 79. Ich mach die Flasche lieber zu, bevor ich nochmal was zu trinken über meine Tastatur schütte. Okay, schon mal die Höhle rein und warte unten auf dich. Okay. Ich brauche übrigens auch ganz viel. Hier ist ein Schrank der Erfahrung. Gut, dass ich bald Geburtstag hab, ey. Gut, dass ich bald Geburtstag hab. Was ist denn den Schrank der Erfahrung? Schnell! Hab ich doch. Mein Sturmwelle ist ein bisschen gut. Ja, mein Messer auch, wenn ich alle mal treffe. Ich muss aber langsam nicht mehr höher skillen, weil wir sind immer noch bei den ersten Skills und benutzen die immer noch. Kennst du das so, wenn du bei Spielen so am Anfang... Ja, das haben wir schon mal. Ach ja, haben wir schon mal gesehen. Bei Online-Rollenspielen ist das noch schlimmer. Ja, weil man... Nein! Okay, ich hab's nicht aufgehoben. Weil man interessiert sich überhaupt nicht. Ja, das ist mir egal, was es bringt. Ich hab eh so ein super Ding. Bei den ersten Skills, ich bin bei meiner Mastery, bei Gaunerei bin ich auf 16. Ernsthaft? Ja. Ich nicht. Bei meiner Kriegskunst-Mastery bin ich jetzt gerade erst auf die 6 oder so. Nee, auf das zweite dazu. Dann bist du immer noch weiter als ich. Nee, ich bin bei, also bei Natur bin ich zwischen 10 und 16 und bei Dingens bin ich bei 4. Bei Kriegskunst bin ich jetzt bei 7 Punkte und bei Gaunerei bei 16. Okay, dann hast du in beidem mehr geskillt als ich. Ja, meine Skills sind davon nicht so hoch. Wolfies erstmal hoch. Ja, ich habe bisher auch nur meinen kalkulierten Schlag komplett voll. Ja, ich habe auch erstmal eine Schockwelle komplett voll, aber die zieht ja schon im 15, glaube ich. Boah, Alter. Die machen ein bisschen Schaden. Ja, ich habe doch gesagt, die sind gar nicht so schlecht. Gelevelt. Ich bei dir. Wann bist du gelevelt? Ich skill mal kurz. Ich weiß nicht, wann genau. Was skill ich denn jetzt immer nochmal?
Wie viel brauche ich dafür? 3. Dann skill ich mal einen 5 Minuten da rein, noch. Einen da rein. Was gibt's bei Traumbeherrschung als nächstes? Ich hätte ja echt langsam mal gerne. Ist das der Skill? Oder der? Nein? Es ist der. Dafür muss ich nur 6 Punkte rein skillen. Dann skill ich auch nochmal einen Pudel Traum. 6 Punkte noch, also 5 Punkte jetzt noch, dann wird's lustig. Was hast du dann? Albtraum? Nichts? Keine Ahnung, was da kommt. Ja, der Albtraum. Oh, der ist so schön, Alter. Ich dachte, der kommt erst am Ende. Nein, Mann, der kommt auf der Mitte bei 16. Was bekommst du am Ende auch noch einen Mob? Warte, ich glaube nicht. Nein, Alter, das ist nicht. Am Ende bekomme ich Trance des Zorns. Für den Albtraum einen Skill und für Realitätsstörung noch einen. Ich habe die meisten Skills übrigens noch nie ausprobiert. Hast du eigentlich irgendeine Trance drin, weil du hast nie einen aktiv? Nein, so weit bin ich noch nicht. Ich dachte, die erste Trance bekomme ich schon im ersten Level. Nein, Moment, die erste Trance kriegt man... Doch, habe ich sogar schon, klarer Traum. Die kriegt man ab 4 Punkte, glaube ich. Erhöht Bewusstseinskontrolle über die Träume, dadurch werden Fähigkeiten verstärkt, ihre Kräfte aus der Traumwelt beziehen. Bringt 10% Schaden, 15% Elektro... Schaden und 15% Lebenskraftschaden. Ist auch was durchgehend Aktives, glaube ich. Also ich bin jetzt gerade bei der... Ja, du bist schon raus. Ja, ich bin schon mal, ich bin schon bis kurz vor dem Brunnen. Okay, warte. Wir haben ein Portal für dich gemacht, wenn du willst. Nee, will ich nicht. Auf keinen Fall. Du hast noch einen Schrein der Heilung und ein paar Harpien. Wir sind in der Wüste von Fajum. Ja. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir hier weiter müssen. Und glaube ich irgendwie auch. Gut, dann müssen wir uns vielleicht zum nächsten Part mal wieder zurückkämpfen. Nee, also wir müssen ja sowieso hier lang, weil wir mussten ja was bei dieser Palme machen. Und da ging es ja nur noch hier, ne? Ich weiß es nicht, warte. Wir sind durch das Tor der Palme gegangen, dann war da, sind wir hier rausgekommen. Ja, stimmt. Bei dem anderen war ja alles versperrt. Das heißt, hier muss irgendwo was sein. Oder wir haben irgendwas in der Stadt übersehen, dass wir da doch lang konnten. Nein, haben wir nicht. Hab ich auch gesehen. Wir müssen ja eh zurück in die nach Memphis und dann durch das Haupttor. Ja, aber da brauchen wir erstmal die andere Quest-Gegenstand, ne? Ja, genau. Und den kriegen wir bei der Palme. Ja, wo ist die? Müsste hier bald kommen. Skorpione sind übrigens ein bisschen stark. Minimal. Nein! Warum heilst du denn den dummen Wolf, du Wichser? Ah, Mann, der soll doch abkrepeln. Ist mir doch egal. Ich wollte Freddy heilen. Nett von dir. Ich hab übrigens mal kurz. Ja, ich glaube, hier müssen wir hin. So, was reicht nicht mehr, also schaffen wir den Part nicht mehr, wir sind gleich vorbei. Ja, nicht so schlimm. Weil weißt du, dass wir hin müssen? Das ist ein goldener Punkt. Das ist ein Kamelreiter, okay, das ist ein Quest wahrscheinlich, aber nur. Ja, ich nehme ihn mal an. Und dann ist es einfach nur eine Info. Okay. Das ist jetzt doof. Das jetzt doof. Das Mau. Da oben ist ein Händler. Seh ich auch noch. Oder ein anderer Spieler. Hä? Seh ich auch noch nicht. Doch, da jetzt. Auf der Minimap. Ja. Und wollen lass noch schnell den Grund rushen. Ja, wie lange müssen wir noch? Können wir noch? Ich kann ich gerade nicht gucken, aber es sind unter 3 Minuten, glaube ich. Wir nehmen eh noch einen Wurf. Wir sind in Fahrjahr. Ja. Geil, geil, geil. So, einmal Brunnen, einmal das da, Quest an. Es stimmt, dass keine Karawane mehr kommt. Wir haben jetzt noch eine halbe Minute. Gut, dann würde ich sagen, scheiß drauf, beenden wir jetzt schon mal. Ja, würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss, Sikorski.